Ach, moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier LS22 auf der Nordfriesischen Marsch. Heute mal zum Beginn, ja, wie man wahrscheinlich schon unschwer erkennen kann, nicht mein Spielstand. Denn es gibt einen neuen Musterspielstand zum Download und das Thema der heutigen Folge praktisch einmal eine kurze Vorstellung. Erstmal natürlich vielen, vielen Dank geht da raus an den Tom, der das Ganze hier überwiegend erstellt hat, dekoriert hat, alle Produktionen praktisch also auf der Karte platziert hat. Welche nicht, das gucken wir uns gleich nochmal an, welche hier sind und welche nicht. Und das Ganze auch mit Autodrive angebunden. Also gerade für die Spieler interessant, die ja gerne zumindest mal in den Genuss aller Produktionen kommen möchten, aber ach, ich sag mal, vielleicht aus zeitlichen Gründen auch gar keine Möglichkeit haben, das alles zu schaffen. So, vielen Dank fürs Reinschalten natürlich. Moin Moin, Livestream im Twitch und auf YouTube natürlich auch. Vielen Dank fürs Reinschalten, wenn es euch gefällt. Doch, ne, lasst gerne ein Like da, vielen Dank. Und Stege, vielen Dank natürlich für den Sticken Sub Stufe 3 und im 37. Monat am Start. Vielen herzlichen Dank auch an Hank mit dem Prime am Start. Danke für den Support im 21. Monat auch schon. Vielen herzlichen Dank. Moin Moin. Ja, also Tom, den Spielstand kennt ihr zum Teil aus der 1000. Folge. Und er hat ja da ein kleines Händchen für ein bisschen Dekoration, für Platzierung der Produktionen. Und er hat sich jetzt die Arbeit gemacht, nochmal einen neuen Blanko-Spielstand anzulegen. Ihr seht, man startet mit 100.000, man hat praktisch nichts, außer dass alle Produktionen theoretisch verfügbar sind. Aber die sind alle leer. Also ne, die müssten selbst gefüllt werden. Auch Wartung ist zum Beispiel nicht am Start. Was braucht ihr alles für dieses Safe-Game? Ihr braucht den NF-Marsch mit Gräben. Ihr braucht das Fett-Produktions-Pack, Fett-Mods-Pack, den Revamp-Mod, Autodrive logischerweise, wenn ihr mit Autodrive spielen wollt, und auch Map-Hider, weil einige Objekte wahrscheinlich verschwunden sind. Und ganz genau, kommen wir gleich nämlich auch noch zu, Tom hat es erstellt und getestet, das ist das Ganze durch Micha und Crashio, wie auch immer man das genau ausspricht. Vielen, vielen Dank natürlich auch für die Arbeit. Und ja, Spieleinstellungen sind vorgespult bis Anfang August, 2 Tage pro Monat, Schwierigkeit ist gerade das Mittel, alles andere ist ansonsten an. Alle Produktionen sind positioniert und mit Autodrive eingefahren, das gucken wir uns gleich nochmal kurz an im Autodrive-Menü. Und ja, jede Produktion ist einmal positioniert, außer zum Beispiel Dünger steht 2-mal auf der Karte, Saatgut steht 2-mal, Separator steht 2-mal, Gewächshaus steht 2-mal. Und was noch? Gewächshäuser, ja, 9-mal hier vorne platziert, einmal praktisch für jede Sorte. Das Ganze ist ein Musterspielstand, kann man sich so runterladen auf der Homepage, entweder über die Modliste oder direkt auf der Seite von der NF Marsch bei mir auf der Homepage. Je nachdem, gibt auch wieder einen alternativen Download-Link, was ihr möchtet. Entweder der Files-Admin oder eben ShareMods. Ja, man kann die Produktion also tatsächlich so nutzen. Man muss sie nicht extra kaufen. Das ist dann eher, für wen ist der Spielstand geeignet? Wie ich gerade eben schon sagte, für jemanden, der halt gerne mal alles testen und machen möchte. Oder sich aber auch vielleicht so ein paar Ideen von der Gestaltung holen möchte. Weil auch das ist natürlich, wenn man hier so sieht, wie man das so einbauen kann, schön dekorieren kann, immer noch mal ein Auge und einen Blick wert, sich so ein paar Ideen zu holen. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Also das ist hier, ihr seht es auf der Karte, ne? Die Karte ist gut voll, der Hof an sich ist alles noch leer, da könnt ihr euch komplett frei selbst entfalten. 9-mal stehen die Gewächshäuser, genau. Produktion mit den festen Orten, die sind natürlich auch dort platziert, wo sie eigentlich hin sollen. Und ansonsten sind die Produktionen so platziert, dass sie halt nicht übermäßig Platz verbrauchen. Ich meine, hier wird überall nichts sein. Komposter ist wahrscheinlich nicht, ne, der ist da nicht, aber das kann man ja auch selber. Hier bei der Biogasanlage, dafür steht hier ein Komposter und ein Fahrsilo. Das sind jetzt aber nicht so die Highlights, aber gehört natürlich auch dazu. Hier die Zuckerfabrik, logischerweise auch platziert mit Malzproduktion und dem Labor. Hier hinten fand ich, ist auch eine schöne Lösung, wenn man so ein bisschen Deko noch haben möchte bei der Zellstofffabrik. Kommt man selber teilweise gar nicht so drauf, ne? Aber selber warum nicht? Hier vorne noch so ein bisschen Grünzeugs hinmalen, Bäumchen platzieren, so ungefähr 1-2 Stück. Müssen ja nicht im Zweifel die sein, aber ich finde auch so ein bisschen Gestaltungsideen ist auf jeden Fall aus diesem Safe-Game rauszuziehen. Und ja, hier kommt dann die Abbiegung praktisch, entweder hier zum Abkippen vom Häckselgut, Schätze meine ich, oder eben hier weiter Richtung Hafen. Hier noch ein bisschen grün, so sieht das nicht alles zu nackt aus, nicht einfach nur Plast rein platzieren. Hier könnte es ein bisschen knapp werden, aber es wird wohl gerade gehen. Aber ne, ist auf jeden Fall mit Deko am Start. Auch das Zentrallager ist auf jeden Fall nochmal ein Blick wert. Und das ist Ganze nicht nur ein Blick wert. Ihr könnt auch, das alles ist mit Autodrive angebunden. Jede Produktion mit Anlieferung, Abholung, Anlieferung der unterschiedlichen Waren. Überall ja, hat er sich die Zeit genommen, der Tom, und das Ganze einmal nochmal sauber zu erstellen. Und kann natürlich mal sein, vielleicht wird irgendwo bei den 100 Möglichkeiten nochmal was sein, aber
Ist ein schöner Musterspielstand, definitiv. Auch hier, klar, kann man noch ein paar Bäume vielleicht mehr zu tun. Aber wie grün das wirkt, wirkt ein bisschen lebhafter natürlich. Nicht einfach nur Fläche. So. Tom, hast du bei mir das abgeguckt? Sagt Karin, naja, wie gesagt, der kennt ja Toms Spielstand schon aus der Vorstellung, aus der 1000. Folge. Und ich finde schon, dass da viele Sachen auch hier, ja, ne, da wo das Heizkraftwerk steht, von den Bäumen her, das passt ganz gut. Hier rundherum auch bei der beim Schlachter schön eingebaut. In der Reihe Bäume noch so weit. Überall, ja, da wo es möglich ist und da wo es sinnig ist, noch ein bisschen mehr Deko platziert. Alle, wie gesagt, alle Produktionen sind vorhanden. Sind aber leer. Und auch Wartung war leer, ne? Auch hier die Raffinerie. Separat und nebenan. Auch gut und passend platziert. Noch ein bisschen Grünzeugs hier am Start. Ja, vielen Dank. Genau. Eisbär, vielen Dank für die 100 Bits. Der Lulu, moin moin. Vielen Dank für 34 Monate auch. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Und Speedy. Packt die Geschenke aus. Danke dir, Speedy, für Verschenken von 10 Subs hier an die Community. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. 10-mal danke an Speedy. Danke dir. 3 Minuten, aber jetzt wird mir das erst angezeigt. Das war auch komisch. Gut, gute oder Zähme, guten, was? Gute Orbezähme. Ach, gute Orbezähme. Ist das in Bayerisch? Ja, auf jeden Fall zeige ich gleich nochmal das Autotreifennetz. Das sind halt jetzt so ein bisschen die Produktion. Die anderen, wisst ihr, ein paar Stellen sind noch frei. Da kommen im Laufe der nächsten Wochen, / Monate natürlich noch weitere Produktionen dazu. Hier die Biogasanlage, soweit mit 2 großen Durchfahrsilos platziert, ein Keilsilo platziert. Das sind natürlich alles Ideen. Das heißt ja nicht, wenn man jetzt diesen Spielstand nutzt, dass man das genauso machen muss. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Start, finde ich, für diejenigen, die sagen, auch die wollen alles mal getestet haben, alles mal gemacht haben an Produktion. Wissen aber, dass sie einfach nicht 500, 400, was auch immer, Spielstunden im LS22 zur Verfügung haben. Und dementsprechend das ja realistisch gesehen nie erreichen werden. Und man muss die Ländereien nicht kaufen. Das ist platziert. Ihr könnt theoretisch die Produktion direkt beliefern und dann aktiv damit loslegen. Startkapital ist natürlich dafür nicht so leicht. Aber ich finde, wenn man jetzt sich an Missionen macht, ne, wahrscheinlich eine Halle baut, ein paar Fahrzeuge mietet und an die Mission ranmacht, glaube dann schon, ja, kann man auch hier was werden in dem Spielstand. Und sich halt Stück für Stück so nach und nach mal eine Produktion testen. Ne? Und also ist wieder ein ganz neues Bild, der NF Marsch. Und zeigt mal wieder, ne, das, was man alles rausholen kann mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, mit ein bisschen Kreativität natürlich. Auch hier die Ölproduktion mit ein bisschen Deko-Gebäude noch davor gesetzt, die Werkstatt davor gesetzt. Macht das schon gleich was Schönes her, als wenn man es einfach nur platt draufsetzt. Ne? Das macht schon was her auf jeden Fall. Sanderde Kiesbereich haben wir noch. Das heißt ja auch nicht mit dem Bagger ins Wasser fahren. So, hier haben wir noch den Sanderde Kiesbereich. Auch hier ist sauber alles. Der Wald ist sogar stehen geblieben. Bei mir ist der Wald ja schon weg. Sehen wir dann gleich in meinem Spielstand wieder. So, hier der Bereich. Dann Glasproduktion, Kalk und Glas. Fast so ähnlich wie ich das auch bei mir platziert habe. Hier hinten noch die Zementproduktion, das Ganze auch schön mit ein bisschen mit Wegen angelegt und unterwegs nochmal eine Wasserauffüllstation. Und insgesamt auf jeden Fall auch ein schön gestalteter Sand-Erde-Kiesbereich hier, die Kiesgrube. Ja, mit allem, was man hier braucht. Wie gesagt, Kalk, Zement und Glas. Gut aufgeteilt. Danke an Tom für den Spielstand in den Mitgräben. Das geht nur mit Gräben. Macht eh mehr Spaß. Genau, also Erde kann man mit dem Förderband, mit dem Bagger, Radlader, also kommt drauf an, wie, wo, wie tief du reinfahren willst, ne? Aber normalerweise sollte das gehen. Ich glaube, hier vorne Sägewerk und sowas, auch ähnlich wie bei mir in meinem Spielstand. Da sind auch noch ein paar Bäume dabei, da haben wir 2 Werkstätten, die Erwartungen produzieren könnten. Also die muss man theoretisch produktiv kriegen. Dann kann man natürlich, sag mal, ins Produktionsmenü noch mal rein. Aber auch hier so weit rundherum ein paar Bäumchen stehen lassen. So, die ist andersrum platziert als bei mir. Ich wundere mich gerade. Aber genau, ja, Tischlerei, Sägewerk, Holzfällerhütten, 2 Stück hier. 2 Werkstätten. Ja,
Komm, also noch eine Ecke, wo ich sag, da, oder wo du sagst, das soll ich gerne nochmal zeigen. Ansonsten gehe ich mal kurz rein ins Produktionsmenü, was natürlich sehr, sehr umfangreich ist. Aber wie gesagt, alles ist aktuell aus. Und das bewirkt, ihr habt aktuell tägliche Kosten von 46.000, selbst wenn ihr das nicht betreibt. Das ist ein kompletter Blanko-Spielstand. Ich habe jetzt extra nochmal die Statistiken ja, so gut wie leer gemacht, außer das, was ich jetzt hier gerade spiele. Also ihr startet dann auch praktisch bei 0. Und könnt halt schauen, dass ihr die Produktion alle nutzt. Ja, die Felder vielleicht noch, ne? Ja, schon mal gucken, wo waren die denn noch? Da oben, ne? Hier auf dem Feld sind die ganzen Obstplantagen. Ja, passt hier auch gerade so rauf auf das Feld. Auch eine schöne Möglichkeit für selber Ideen. Feld 38. Ja, dass das so aussieht, das ist, weil das eine wird kein Boden gemalt. Wird dann später ein bisschen anders aussehen oder kann man halt selber, klar, auch mit Terraforming selber noch ein bisschen nachmalen, wie man es gerne so möchte. So. Danke, danke. Vielen Dank für euren Support, Leute. Das war Baseldeutsch, also Schweizerdeutsch, Süddeutsch, okay. Sägewerkgebiet hatten wir gerade. Hier sind die Obstfelder, genau. Passen hier alle gut hin, die 5 Stück. Alles top. Aber wie gesagt, hier fliegen wir nochmal über die ganzen Gewächshäuser. Eins für jede Sorte. Großzügig. Die ganzen Obstbaumplantagen. Ansonsten, der Hof ist leer. Der Hof muss halt selbst gestaltet werden, da ist nichts. Hier haben wir die große Monsterproduktion, Brennerei, Gemüsefabrik und die Nudelfabrik. Alles hier in der Ecke losgeworden und von daher. Knoppelschaden fragt Tom, wie viel Zeit hast du dafür ungefähr gebraucht? Weil ich sag mal, in einigen Bereichen hat er ja auch Bäume hier verschwinden lassen. Bei einem neuen Spielstand sind ja hier theoretisch noch Bäume. Die hat er, glaube ich, den über Map-Objekt-Hide-Mod wahrscheinlich verschwinden lassen. Ich weiß gar nicht, wie kann man den denn noch öffnen? Eins. Liste der versteckten Objekte umschalt H. Ja, die ist wahrscheinlich recht voll. Da sehen wir nämlich, was er alles hat entfernt. Ne? Ein paar Zäune. So, eigentlich nur Zäune. Und den Zaun. Da ein bisschen Zaun. Ach, da. Eine Jägerhütte. Also hier kann man tatsächlich gucken, was er auch alles hat entfernt. Macht natürlich Sinn, um da einigermaßen Fläche voll auszureizen. Und 30 Stunden rechnet er. Ja, also vielen Dank natürlich auch von mir. Bin gespannt, was für einen Anklang das findet. Dementsprechend, wie gesagt, Spielstände. Den Spielstand gibt es auf der Homepage schon downloaden zum selber testen, zum gucken, zum lernen, zum Anregungen abholen, was auch immer. Ich hatte extra den hier nochmal hingestellt, um irgendwo hinzufahren. In der Zwischenzeit wollte ich euch nämlich einmal das doch recht umfangreiche Autodrive-Menü zeigen. Hey, wieso fährt er denn so schnell? Ich dachte so 18, naja. Und zwar Autodrive-Kurse. Ne? Das sind ja nicht nur die ganzen Sachen platziert, sondern viel auch eingefahren. Im Standard ist nichts. BGA Nord haben wir. Wir haben BGA Süd. Die Einkaufsstationen. Die ganzen Feldplantagen. Und da immer Erdbeeren abliefern. Erdbeeren anliefern. Feste Sachen. Erdbeerenanlieferung flüssig. Himbeeren abliefern. Himbeeren anliefern fest. Also fest sind dann die, ja, sind halt Paletten, ne? Himbeeren an Anlieferungen flüssig, wie Wasser und Herbizid zum Beispiel. Das Ganze je Feld. Das sind die Feldplantagen. Die ganzen Felder sind natürlich angebunden. Die Gewächshäuser, auch eine umfangreiche Geschichte, dass die 9 Stück auch alle angebunden sind. Respekt. Ja, den Hof, gut, da hat man noch nicht viel, den muss man selbst gestalten. Die Obstfelder, also die Obstplantagen. Die Bäume also, ne? Apfel anliefern und so weiter. Apfel abholen, anliefern, auch lose und fest getrennt. Produktion, Brauerei, ja, also alles, was man braucht, ne? Brennerei, Bäcker, Dünger, Fischer, Gemüse. Fischer wahrscheinlich sogar 2 Stück, genau. Produktion, Fischer, so Gemüse, Glas, Heizkraftwerk, Holzfäller, Kalk, Kieswerk natürlich, wo er jetzt gerade mal testweise einfach hinfährt. Produktion, Klärwerk, Komposter, die Käseproduktion, das Labor, Malz, Mehl, Molkerei. Überall immer ABH abholen und A-Mill, ne, für anliefern. So kann man es einigermaßen gut unterscheiden. Und ja, wie gesagt, ne, für die einigen ist es eine Anregung, so wie für mich. Ich musste den Spielstand logischerweise nicht für mich übernehmen. Aber wie gesagt, eine schöne Anregung ist es für die Deko, die Gestaltung von einigen
Region auf jeden Fall, für fast jeden, würde ich behaupten. Und auch für Ideen vielleicht vom Autodrive-Netz, wie man das einfahren könnte, wie man eine Produktion einfährt, damit man sie einigermaßen abholt, hier ne, geliefert bekommt, abholen bekommt. Und dann gibt es Wasserkurse, einige wahrscheinlich also Wasserauffüllstationen. Das Zentrallager soweit ist angebunden mit Parkplätzen in der einen Halle davor, mit der Anlieferung und natürlich auch mit der Abholung Zentrallager. Also das könnte ich theoretisch auch übernehmen, weil das wird ja genauso platziert sein ungefähr wie bei mir. Aber ja, und hier sehen wir eben, ne, was alles eingefahren worden ist an Routen. Ach, so fährt man hier rum. Muss ja selber noch gucken, wie ich das bei mir überhaupt mache. Ne? Die Bäume sind weggehäckselt. Ach, dafür war die T-Rex-Fräse noch drin. Ne? Ja, D-Kurse, alles dabei. Ach, Bäume würden da auch nicht wieder auftauchen, nachdem man sie entfernt hat. Na gut. Ja, ne, also im Wasser sind die Auffüllstationen, die Hydranten oder die Brunnen sozusagen, die jetzt hier so verteilt sind. Wie wir gerade eben zum Beispiel auch einen schon gesehen hatten. Kann ich überall hinfahren, ist überhaupt kein Problem. Alles miteinander verknüpft. Also gerade für die Autodrive-Freunde. Und ja, finde ich echt gut. Gute Arbeit, Respekt sozusagen für die Stunden, die da drin stecken. Kein Vergleich logischerweise zu seinem normalen Spielstand, den wir ja alle kennenlernen durften, auch in der 1000. Folge. Oder dann in der 1001, ne? 1001 war praktisch die Folge, wo ich den Spielstand besucht habe vom Tom. Und ja, einiges findet man hier so ein bisschen wieder. Die Handschrift ist auf jeden Fall erkennbar. Schön gemacht, sehr umfangreich und kann bespielt werden praktisch. Ne? Wartet jetzt praktisch darauf von euch, bespielt zu werden, den Hof zu gestalten und so weiter und so fort. Ja, wenn noch Fragen dazu sind, gerne in die Kommentare, auch auf YouTube, schreibt gerne rein. Ihr findet das auf der Homepage bei mir mit einer kleinen Anleitung, ist übertrieben gesagt. Ihr müsst einfach nur diesen Spielstand runterladen, die Datei entpacken, dann findet ihr da eine Datei drin, die heißt Savegame 15. Ich habe jetzt einfach mal die 15 genommen, weil ich dachte, die 15 haben wahrscheinlich die meisten nicht belegt. Wenn ihr den aber irgendwie auf dem Savegame 1, 2, 7, was auch immer haben wollt, müsst ihr aus der 15 einfach eine 1 machen. Packt es in euren Savegame-Ordner im Landwirtschaftssimulator, ne, also Dokumente My Games Farming Simulator 22, / da kommen dann schon die Savegames. Da muss das einfach nur rein. Dann braucht ihr diese 6 Mods, eingangs erwähnt. Und schon könnt ihr den Spielstand ohne Probleme selber bespielen und euch mit den gleichen Missionen hier beschäftigen, die mir jetzt hier praktisch gerade zur Auswahl gestellt werden. Ernte Zwiebeln, ja, das wird nicht funktionieren. Dokumhirse, das würde funktionieren. Und da flügen, da wüsste man schon mal, ne, in welche Richtung man die ersten Fahrzeuge aufbauen sollte. Wenn man tatsächlich so spielen möchte mit nur 100.000. Ansonsten, ja, ne, Kredit, glaube ich, ist 0, genau. Also Kredit kann man noch voll aufnehmen. Dann könnte man, glaube ich, mit 600.000 starten und sich ein bisschen Kleinkram zusammenkaufen und dann in die Mission stürzen, so ungefähr. Ne? Ja, also ich sage vielen, vielen Dank. Und nach dicken Dank logischerweise an Tom fürs Erstellen, an die beiden Tester, Bershio und Micha, die so ein bisschen mit Autodrive hier rumgefahren sind und geguckt haben, dass das meiste funktioniert. Und wie gesagt, wenn jetzt irgendwas auffällt, ne, schreibt es gerne rein, meldet euch und ja, von daher. Also bei einem Map-Update, wo ein Umzug nötig wäre, würde mich der Spielstand echt locken. Ja, guck mal, ne, wie gesagt. Also das hat unterschiedliche Gründe, kann das haben, warum man das vielleicht machen sollte oder könnte oder was auch immer. Ich sage vielen, vielen Dank, wir machen eine kurze Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge, wo eher in meinem Spielstand wieder, mit nicht so einem ausgeklügelten Autodrive-System und auch noch nicht lange nicht mit so viel Produktion, aber ich bin auf dem Weg und kämpfe mit durch. Also vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.